Monsieur le Directeur, Ihre Ex-Frau ist am Apparat. Aber Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Was soll ich ihr sagen? Sagen Sie, sie kann mich mal. Langsam bin ich auch urlaubsreif mit euren ewigen Schwangerschaften, Geburten, Entbindungsheimen und so. Wie das hier riecht, seit wann rauchen Sie denn? Stellt Sie das etwa? Mademoiselle, seit einiger Zeit herrscht hier eine Nullbock, oder wie man das nennt, Haltung. Ich warne Sie, dem schiebe ich einen Riegel vor. Erstens, was gibt es denn? Mittag! Ich lasse mich von Ihnen nicht nach Istanbul verfrachten. Ich habe eine Frau und eine Geliebte. Hey, was soll das? Nach Philipp de Broccas großen Erfolgen, Abenteuer in Rio und Cartouche der Bandit, jetzt sein neuester Film. Ich lasse mich nicht von den Frauen verscheißen, damit das klar ist. Hast du eine Geliebte? Aber nein. Du weißt doch, dass ich jede Nacht meine Netzstrümpfe anziehe, und wirklich? Und ab ins Vergnügen. La Gitane. Nichts als Ärger mit den Frauen. Ich finde Sie gar nicht so übel für Ihr Alter, Monsieur. Halt! Halt! Warten Sie! Sind Sie vom Wilden? Was soll das? Die ganze Stadt sucht nach Ihnen. Natürlich, das habe ich Ihnen zu verdanken. Aber ich möchte verhindern, dass man Sie in meiner Wohnung entdeckt. Es ist furchtbar, Monsieur le Commissaire. Dieses Mädchen hat ihn völlig verhext. Was möchtest du? Alles. Ah! Was haben Sie denn da eben gezupft? Oh. Sie brauchen eine Ewigkeit. Kriegen Sie ihn nicht auf? Gleich. Alles Hygiene. Es reicht. Drauf. Ah! Du noch mal mit meinem besten Freund was anfängst, dann setzt es was. Sind Sie so? Alles klar, Monsieur le Ministre? Ich habe vor dem Gefängnis keine Angst. Nur dann verliere ich sie leider. Oh. Ich konnte es Ihnen nicht sagen, aber ich liebe Sie unheimlich. Claude Brasseur und Valérie Capreschi in ihrem neuen Film La Gitane. Nichts als Ärger mit den Frauen. Demnächst im Kino.